Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge unserer Serie Gemeinsam Gärtnern, da wo wir eine Kultur vormachen. Der Marcel als Gärtner, ich als Hobbygärtner und ihr, wenn ihr mögt, das nachmacht. Und zwar zu der Zeit, wo es ja passt. Und zwar? Jetzt geht's los. Jetzt geht's los und zwar heute geht's um die dicke Bohne, in einigen Teilen von Deutschlands auch als Saubohne, als Ackerbohne oder als Puffbohne bezeichnet. Kann man allerdings nicht nur jetzt im Frühjahr machen, aber es gibt einen Grund, die relativ früh in den Boden zu kriegen. Richtig, je länger man wartet, umso mehr Läuse hat man dran. Und zwar die schwarze Bohnenlaus. Richtig. Und die kann schon mal richtig unangenehm sein. Zum Teil verkrüppeln die Blüten derart, dass nichts mehr drankommt. Mhm. Ich hatte es letztes Jahr ein bisschen anders gemacht. Ich habe es extrem zu spät gemacht, also Mitte April oder so. Weißt du was, die Nachbarn, die das früh gemacht hatten, hatten Komplettverlust. Ich hatte keine einzige Bohnenlaus dran, weil die Flugzeit wahrscheinlich schon vorbei war. Waren schon alle bei Nachbarn, ne? Und sie waren einfach weg. Und was man auch machen kann, man kann das nochmal im Hochsommer oder im Herbst mit etwas niedrigeren Erträgen, aber es geht. Sortentechnisch, wie sieht es da aus? Da gibt es auch früh und späte, oder? Ja, aber so riesig sind die Unterschiede nicht. Irgendwas mit weißkernig und grünkernig, aber letztendlich weiß ich, ob es da so riesen Unterschiede dann ist. Ja, meistens in der Fruchtgröße, ne? Richtig, also das sind jetzt hier extrem dicke, das sind auch nur ganz wenig. Die habe ich aus dem Urlaub mitgebracht, aus Spanien. Habe die großen Teile gesehen, denke, nimm mal mit. Probieren wir jetzt mal aus. Das eigentliche Beet ist hinter uns, wo die weiße Fließabdeckung drauf ist. Das haben wir schon vor 3 Tagen gemacht. Das ist jetzt exemplarisch, einfach mal mit den dicken Spanischen hier. Und ja, dann machen wir hier in so ein kleines Versuchsbeet rein. Auch eigentlich könnte der Abstand noch größer sein zu den anderen, in der Hoffnung, dass sie sich nicht verkreuzen mit den anderen, dass ich, wenn sie gut sind, Saatgut wieder nehmen kann. Und die Jungpflanzen, die ihr gerade seht, das ist in meinem Garten, das ist eine spezielle Sorte für den Winteranbau. Die wurden schon im November letzten Jahres gepflanzt. Vor 2-3 Wochen lag da noch der Schnee drüber. Und wie ihr sehen könnt, die stehen wunderbar. Und jetzt warten wir mal, wie die sich entwickeln werden. Irgendwas, was man bei der Kultur beachten muss, außer Kerne in den Boden zumachen, gießen. Weil ja, Düngen ist ja nicht, ne? Düngen, die ist ja eine Leguminose, das heißt also, sie kann sich selber den Stickstoff, also mit Hilfe der Knöllchenbakterien, aus der Luft holen. Natürlich die anderen Nährstoffe nicht, die ganzen Mineralien, Phosphor, Kali, das sollte. Aber normalerweise sind die Böden bei uns ja eigentlich so gut versorgt, dass der Restgehalt dann immer noch für die dicken Bohnen ausreicht. Also nochmal als Kurzanleitung. Wir haben Mitte Februar, die Bohnen kommen jetzt als Horstsaat. Nein, die setzen wir einzeln in eine Reihe. Mhm. Man kann auch Horste machen und die dann etwas weiter auseinander. Also wir haben es jetzt hier so gemacht, Reihenabstand 25 cm, 3 Reihen nebeneinander, dann einen kleinen Weg, dann wieder 3 Reihen und innerhalb der Reihe 10 cm etwa Abstand. Ich weiß von vielen, dass die dicken Bohnen vorziehen, so in Klopapierrollen und dann setzen. Ich habe es auch noch nie gemacht. Machst du das? Dann hat man sie noch etwas früher, aber es ist natürlich, man muss immer den Aufwand dabei sehen. Also wenn ich das jetzt hier mit meinem etwas größeren Stück machen würde, ich glaube, das lohnt sich dann nicht mehr. Viel Arbeit. Nachdem die Bohnen dann im Boden sind, machst du eigentlich nicht mehr viel. Unkrautfrei halten, weil die relativ schnell hoch werden. Ja, falls dann doch Läuse kommen, überlegen, sind schon Marienkäfer da genug, die dann wegfressen oder tritt ein Schaden ein. Man kann einfach mit einem Wasserschlauch versuchen, die abzuspülen. Man kann mit Kaliseife, also Läuse bekommt man mit relativ harmlosen Mitteln. Also Kaliseife zum Beispiel ist, wenn ich mich nicht irre, im Bioanbau sogar zugelassen und hat keine Wartezeit. Also man kann spritzen und kann eine Stunde später hingehen und kann ernten. Also ist absolut ungefährlich. Und das war's auch schon wieder mit dieser Folge unserer Serie Gärtnern zum Mitmachen. Heute dicke Bohnen. Länger muss man so eine Folge auch nicht machen. Viel gibt es da nicht zu tun. Ist ja nicht sehr kompliziert. Falls euch die Serie gefallen hat oder diese Folge, Daumen nach oben, schreibt was in die Kommentare. Gerne auch, falls ihr Fragen haben. Immer her damit. Und ansonsten bis zur nächsten Folge. Macht's gut und ciao.